Hallo Tischtennisfreunde und herzlich willkommen zu meinem ersten Teil aus der neuen Serie Tipps für Abwehrspieler aus der Community. Ja, und erstmal vielen Dank für das ganze positive Feedback zu meinem ersten Teil der neuen Videoreihe Tipps gegen Abwehr für die Community. Da habe ich hier das Spiel von Daniel Porten gegen Anton Adler analysiert. Diesmal analysiere ich das Spiel aus Sicht des Abwehrspielers, nämlich von Julian Rosbach. Er ist ein Tischtennisspieler von mir, den ich trainiert habe. Er spielt bei der TSG Sulzbach und das Spiel wurde beim HTTV Qualifikationsturnier zum Top 48 jungen 18 am 3.10.2020 in der Gruppenphase ausgetragen. Liegt also schon ein bisschen zurück. Und ich habe Julian auch gecoacht. Das Originalvideo verlinke ich euch jetzt mal oben rechts. Schaut es euch gerne an. Da ist es dann ohne Slow Motions und ohne Kommentare. Ja, ich werde das jetzt mal analysieren. Ja, und schauen wir uns direkt den ersten Ballwechsel an. Bei 0-0 im ersten Satz sieht man direkt, dass Julian ein sehr aggressiver, moderner Abwehrspieler ist, der auch gerne mal mit der Rückhand angreift. Ja, und dann die Rückhand umläuft, um mit der Vorhand nachzusetzen. Macht auch direkt den Punkt. Dreht jetzt hier und wehrt mit dem schwarzen Belag, also mit der Noppe auf der Vorhand ab. Und versucht dann direkt auch beim zweiten Punkt in Folge mit einem Rückhandangriffsball, mit einem glatten Belag zu punkten, was ihm aber misslingt. Also ihr könnt schon sehen, Julian ist ein sehr offensiver, moderner Abwehrspieler, der versucht, selbst die Initiative zu übernehmen, auch wenn es ihm hier mal nicht gelingt. Ist also, würde ich sagen, eher ein Vorteil, ist nicht so berechenbar für die Gegner. Aber Julian geht teilweise auch sehr viel Risiko ein in seinen Bällen, wenn man jetzt hier zweimal sehen konnte. Und eine seiner großen Schwäche ist, dass er beim Vorhand gegen Topspin noch nicht so das richtige Maß hat, wie viel Risiko er eingehen soll. Ja, das war jetzt schon zweite Vorhand-Topspin-Fehler hintereinander. Und jetzt trifft er mal ein. Ich glaube, war vorhin sogar der dritte. Und dann auch jetzt noch der hohe Abwehrball. Also Julian ist sehr gut, wenn er selbst offensiv ist, aber seine Defensive kommt Rückhand-Abwehrball teilweise zu hoch und beim Vorhand gegen Topspin geht er teilweise zu viel Risiko ein. Da könnte er vielleicht öfter mal den Fischball einstreuen, einen Ball nur reinhalten und dann, wenn der Ball besser liegt, gegen Topspin spielen. Jetzt gibt es hier so ein paar kleinere Punkte. Sein Gegner führt jetzt auch mit 6-3. Und da macht Julian das mal gut. Der Ball war hoch in seine Vorhand. Den kann er natürlich auch feste ziehen. Und hier macht er das auch richtig gut. Er lässt nämlich erst den Ball fallen und zieht sicher. Hier bei diesem Gegentopspin lässt dann Ball fallen, zieht sicher rein. Jetzt nimmt er den Ball oben, zieht nach vorne und nimmt den Ball wieder oben und zieht nochmal nach vorne. Also schön erst geduldig abgewartet und dann fester gezogen. Und jetzt auch wieder schön gedreht mit der Rückhand, offensiv in den Ball reingegangen. Und dann einen Tick zu spät beim Umlaufen und dann beim Vorhand-Topspin. Da empfehle ich Julian auch, öfter mal erstmal Sicherheit ins Spiel reinzubringen. Ja, sein Gegner hat jetzt noch nicht gezeigt, dass er ein Abwehrkiller ist. Ja, also hätte Julian im ersten Satz auch lieber öfter mal schupfen und Abwehr spielen sollen, anstatt so viel mit der Rückhand anzugreifen. Da seine Trefferquote dann bei eigenem Angriff jetzt auch noch nicht so gut war. Ja, und das ist natürlich zu viel Risiko hier. Der Ball ist ganz schwierig zu ziehen. Er muss er sicher mit Spin nach oben und er will ihn aber feste spielen. Liegt jetzt 9-6 hinten. Macht das jetzt gut, dass er mit dem roten Belag den Schupfball spielt. Ah, und jetzt hier schon wieder der Gegentopspin. Das ist so,
das, was ich dann eben auch beim Coach schon gesagt habe, den Ball einfach mal sicher auf den Tisch spielen. Er lässt ihn auch zu tief fallen, um ihn feste nach vorne zu ziehen. Und dann noch so ein einfacher Fehler. Also ersten Satz verliert er 7-11. Und beim Coaching habe ich ihm dann auch gesagt, hör mal, lieber ein bisschen sicherer spielen. Erstmal gerade, wenn er dir in die Vorhand zieht, spiel mal diesen Fischball, halt den Ball nur rein. Ja, guck mal, ob er dich dann töten kann oder ob er vielleicht auch mal einen Fehler macht. Aber er hat ja 3-4 direkte Gegentops einen Fehler gemacht mit der Vorhand. Und das ist natürlich zu viel. Und hier macht er das gut. Einfach mal sicher den Ball auf den Tisch spielen. Und dann umläuft er und kann diesen Hebelball dann super verwandeln. Aber aus der sicheren Abwehr heraus. Was wichtig ist, nicht direkt diesen Ball zu umlaufen, sondern erstmal sicher abzuwehren, zu gucken. Kommt ein fester Topspin, kommt eher ein sicherer Ball. Ja, und jetzt sieht man, es kommt ein sicherer Ball und den spielt er dann sehr gut fest über die Rückhand. Also das macht Julian jetzt besser, dass er auch mal hier mit der Vorhand abwehrt, dann mit Spin vorzieht, nachsetzt. Wunderbar. Also das ist wirklich moderne Abwehr, wie sie gespielt werden soll, auch wenn der Rückschlag erstmal zu hoch ist. Den hätte sein Gegner auch durchaus feste ziehen können. Aber jetzt schön mit der Noppe abgewehrt, nach vorne mit Spin angezogen, nachgezogen und dann parallel vollendet. Sehr, sehr guter Punkt von Julian. Ja, und das kennen wir aus dem ersten Satz. Das ist einfach zu viel Risiko, das braucht er gar nicht. Also sein Gegner tötet ihn nicht, wenn er den Ball mit der Vorhand erstmal sicher spielt. Und er lässt ihn dann fallen und zieht auch noch nach oben. Und dann macht das seinem Gegner einfach zu leicht zu punkten. Und ja, da würde ich ihm empfehlen, einfach ein bisschen sicherer zu spielen. Den Ball lieber erstmal auf den Tisch mit der Vorhand reinhalten. Und dann auch mal in der Defensive punkten. Und man sieht ja auch, sein Gegner macht dann auch mal einen leichten Fehler. Boah, und das ist natürlich richtig stark. Ja, da verstehe ich auch nicht, warum sein Gegner diesen Rückschlag nicht feste zieht. Der ist hoch in Tischmitte, den kann er feste ziehen. Stattdessen spielt er einen lockeren Hebelball in die Rückhand. Und das ist eine Einladung für Julian, das ist einer seiner besten Bälle, dann Rückhand-Blockschuss, nenne ich es mal, zu machen. Und ja, hat jetzt eine komfortable 7-2-Führung im zweiten Satz. Variiert auch gut, macht ja viel Rückhandaufschläge, Julian. Variiert ja die Länge und die Rotation. Ja, und das ist wieder seine Schwachstelle, dass er da einfach zu viel Risiko eingeht mit der Vorhand. Dafür spielt er dann aber direkt seine Stärke hinterher, sein Rückhand-Blockschuss. Aber den kann er auch nur spielen, weil sein Gegner Luis da einfach ja, zu passiv ist. Ja, er hat eigentlich eine gute Möglichkeit, mit der Vorhand feste zu spielen, hebt den Ball nur rein und dann auch noch in die Rückhand, wo Julian dann super attackieren kann. Das war mal eine gute Aufschlagalternative von Julian, hat er mal mit der Vorhand gespielt und danach selbst angegriffen. Ja, ein schöner Ball. Also richtig gut und vor allem geduldig vom Julian. Nicht so hektisch wie vorhin mal, sondern drauf gewartet. Den Ball jetzt erstmal sicher gezogen, dann nochmal sicher, nicht überhastet in die Abwehr gewechselt. Der Ball kommt auch gut. Dann mit dem roten Belag geschupft, nochmal mit dem roten Belag geschupft und noch ein drittes Mal mit dem roten Belag geschupft. Und da geht er noch ein vierter Schupfball. Und jetzt so ein Pressball mit den Noppen. Ja, und dann mit der Vorhand vollendet. Hat sich jetzt 4 Satzbälle erspielt. Und ist jetzt auch, ein bisschen besser. So ein Wechsel von Abwehr zu Angriff. Und der Ball war wirklich nicht einfach zu nehmen. Aber den trifft Julian richtig gut. Ja, und gewinnt jetzt mit 11-6 den zweiten Satz. Also relativ hoch und den trifft Julian im höchsten Punkt, zieht nach vorne über die Rückhand, das war wirklich stark gemacht.
Und da sieht man, wenn Julian zum Ball steht, kann er die Bälle auch treffen. Aber wenn er gerade nicht zum Ball steht, dann macht er auch mal leichte Fehler. Und das ist so das, was ich ihm auf jeden Fall mitgebe, was er trainieren sollte, um noch besser zu werden. Diesen Trade-off zwischen Risiko und Sicherheit zu trainieren mit der Vorhand. Und das war richtig schön gespielt von Julian, dieser Abwehrball aus der Vorhand. Und dann muss er den Ball nur noch verwandeln, trifft ihn leider nicht richtig. Ansonsten hat er sich diesen Punkt wirklich verdient. Ja, und dann direkt ein leichter Punkt hinterher mit seinem Rückhandaufschlag. Gefolgt von einem leichten Fehler. Ja, dieser dritte Satz ist jetzt natürlich sehr wichtig. Übrigens von den Punkten her hat Julian 1837 gehabt, sein Gegner Louis Fretle 1868, also ungefähr 30 Punkte mehr. War also ganz leichter Favorit. Und da hat Julian sich klassisch verdreht. Ja, schaut euch das gerne nochmal in Zeitlupe an. Er wollte erst mit der Vorhandabwehr, mit dem Noppenbelag, hat dann nochmal gedreht, auf einmal den glatten Belag und dann den Ball viel zu spät getroffen. Ja, und das ist wieder das, was ich aus den ersten beiden Sätzen kenne. Zu viel Risiko von Julian. Ja, den Ball lieber sicher spielen, statt auf Punkt. Und hier trifft er den Ball zu tief und will dann auch wieder ein bisschen zu hektisch gegenziehen. Ja, und das macht er jetzt besser. Jetzt trifft er nämlich richtig gut diesen Gegentopspin. Boah, und das war richtig stark gemacht. Ja, auch gut vorher gesehen, dass er lieber schupft statt zieht. Er will nämlich hier ziehen, sieht, der Ball liegt nicht gut, schupft, macht sich zum Gegentopspin bereit, trifft ihn im höchsten Punkt, zieht nach vorne, diagonal. Und da guckt sein Gegner auch ein bisschen verwundert. Jetzt wird es schwierig für ihn. Ja, und hier auch. Ja, bis auf den letzten Ball alles richtig gemacht. Ja, geguckt, wie fest er ziehen kann. Und das war richtig gut. Ihr könnt nämlich sehen, Julian zieht direkt nach seinem Aufschlag Rückhand Topspin parallel. Umläuft, zieht nach und zwar nicht so vollkommen Kamikaze, sondern überlegt und mit einer richtigen Risikoeinschätzung. Und jetzt macht Julian das gut. Sobald er seinen Gegner in der Defensive hat, hinten am Tisch, lässt er sich die Punkte kaum noch nehmen. Führt jetzt 7-6 und das ist wirklich jetzt die entscheidende Phase in diesem dritten Satz. Ja, und dann so ein einfacher Blockfehler ist bitter, gefolgt vom Rückschlagfehler. Und jetzt kommt noch ein leichter Fehler. Nämlich, ihr ahnt es, wieder mit der Vorhand zu viel Risiko. Der hätte einfach mal abwehren sollen mit der Noppe oder den Fischball spielen. Ja. Und hier könnt ihr sehen, jetzt spielt er den Ball sicher und sein Gegner macht einen Fehler. Also Julian ist immerhin noch Abwehrspieler und sollte auch versuchen, dann sich auf die Abwehr zu verlassen, wenn es eng ist. Und hat dann jetzt auch zu hektisch angegriffen. Und jetzt achtet mal auf Julians Rückschlag. Hoch in Tisch Mitte und plötzlich traut sich sein Gegner mal feste zu ziehen. Ja, vorher hat er gerne mal gehoben, solche Bälle. Jetzt zieht er knallhart durch, das ist auch stark gemacht. Deswegen hätte Julian da wirklich beim Rückschlag mehr riskieren müssen. Ja, den flach lang spielen. Ja, vielleicht lang über Rückhand oder lang über Vorhand, aber nicht einfach in Tischmitte. Und jetzt natürlich schwierig. Jetzt liegt er 2-1 hinten. Man muss aufpassen, hier nicht mit 1-3 nach Hause zu gehen. Ja, das ist stark gemacht. Ja, sehr offensiv jetzt von Julian, so kennt man es. Und dann so ein leichter Schubfehler. Und dann wieder ein bisschen zu hektisch. Der lag zwar gut, aber da habe ich gesehen, okay, Julian ist jetzt hier nicht mehr auf der Höhe. Ich nehme Timeout, habe ihm dann in der Timeout-Pause gesagt, hör mal, spiel den Ball lieber sicher auf den Tisch. Wenn du angreifst, sicheren Topspin, sicheren Abwehrball und bloß nicht zu viel Risiko eingehen. Guck erstmal, was dein Gegner so macht. Und schauen wir mal, ob er es umsetzt. Ja, auf einmal steht es nur noch 3-5. Ja, und dann schön ausgeblockt von seinem Gegner. Ja, und
Julian ist jetzt aber so ein bisschen, ja, nicht mehr auf der Höhe, macht jetzt ein paar einfache Fehler. Ja, zwei direkte Rückschlagfehler, liegt jetzt ein 9-3 hinten. Das ist natürlich jetzt richtig schwierig. Und zwar Glück, dass dein Gegner einen Schubfehler macht. Aber es ist auch wichtig, dass Julian jetzt einfach mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringt ins Spiel. Auch wenn er hier einen Schubfehler macht. 6 Matchbälle jetzt für Luis. Und das ist stark, wie Julian hier gegenzieht, dann in die Abwehr wechselt und den ersten Matchball abwehrt. Hier ein bisschen Glück hat, da hätte sein Gegner durchaus Feste ziehen können und hat sich ein bisschen verschätzt. Ja, schon 3 Matchbälle abgewehrt und zack, 4, 2 gute Aufschläge. Jetzt kommt das Timeout von seinem Gegner. Oh. Und das ist wirklich stark vom Julian, dass er hier das Risiko eingeht und diesen Aufschlag, der ein bisschen zu hoch ist, angreift und da gut nachsetzt. Und jetzt hier schon den 5. Matchball in Folge abwehrt. Darf er natürlich keinen hohen Rückschlag spielen. Macht er auch nicht. Ist jetzt in der Abwehr drin. Und ihr seht, sein Gegner kommt nicht durch. Zieht sicher, Julian ist da, ein bisschen zu hoch, aber viel Schnitt. 10-10, eigener Aufschlag. Alles wieder drin. Gut vorgezogen und dann so ein leichter Topspin-Fehler. Ja, kann man jetzt in der Wiederholung gut sehen, dass er den Ball nach oben zieht statt nach vorne. Ja, ein bisschen Eisen, sagt man. Somit jetzt 7. Matchball für Luis und jetzt geht er das Risiko ein. Rückschlag etwas zu hoch und auch nicht gut platziert über Tischmitte vom Julian. Und dann volles Risiko über die Vorhand. Somit jetzt 7. Matchball genutzt. Ja, Julian verliert 3-1. Ich würde sagen, als Resümee lässt sich sagen, er hat beim Vor- und Gegentopspin ja, teilweise richtig gute Bälle getroffen, teilweise ist er zu viel Risiko eingegangen, hat die Bälle zu tief getroffen. Da würde ich ihm empfehlen, ein bisschen mehr Sicherheit reinzubringen, öfter mal den Fischball zu spielen oder Vor- und Abwehrball mit der Noppe und generell auch mal ja, sich mehr auf die Abwehr zu verlassen und dann nur anzugreifen, wenn der Gegner auch wirklich sehr gut gegen Abwehr spielt. Dazu gibt es bald nochmal eine separate Videoanalyse, wo Julian das richtig gut macht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Spielanalyse fandet. Und wenn ihr selbst Abwehrspieler seid und ein Video von einem Spiel von euch habt, was ich analysieren soll, schickt es mir gerne zu. Ja, haut rein, ciao, ciao.